Yo, hi Leute, hier ist Knackroad bei Let's Play The Witcher 2. Beim letzten Mal da sind wir hier ein bisschen durch die Stadt gelaufen, haben auch mit dem Elfen Cedric gesprochen und sind nun wieder in der Bar. Wie auch immer. Auf jeden Fall wollte ich ja zu Bart Schute, diesen letzten Armdrücker, Gegner, wie auch immer. Und ja, einer von euch gab mir den Tipp, dass er bei Cedric wohl zu finden ist. Und deswegen gehe ich jetzt nochmal dahin in die Richtung und suche ihn mal schnell, weil ich es doch gern mal abschließen würde mit dem Armdrücken. Und es leckt ein bisschen und die Texturen. Wieso hat er zwei Schwerter? Wieso? Ja, warum wohl? Naja. Robomir. Bin schon den ganzen Morgen geladen. Okay. Ich hoffe positiv. Mögen die Götter dich schützen. Ja, danke. Bart Schute, wo bist du? Auf Jorvet, nieder mit den Eichhörnchen. Ja, nieder mit den Eichhörnchen. Sohn. Mutter, ich sagte doch, lass mich in Frieden. In der Stadt heißt es, dass jemand die... Was willst du? Es heißt, dich hätte noch keiner im Armdrücken bezwungen. Genau. Stimmt. Ich will versuchen, das zu ändern. Das hat schon mancher versucht. Und es ist ein Scheiß draus geworden. Na, wollen wir? Ja, klar. Fangen wir an. ja, fangen wir an. Nun. Gut, dann komm mal gleich mit. Später habe ich keine Zeit mehr. In Ordnung. Ja. Es wurde schon wieder ein König ermordet, hast du gehört? Schon wieder, oder? Nur einer. Das Ach, ist ja, aber klar. Schade. Mein Sohn, was erzählst du da? Die Tyrannei muss ein Ende haben. Was redest du denn? Wer soll denn dann regieren? Die Leute, Mütterchen. Das Volk. Du und ich. Demokratie. Götter, erbarmt euch. Aber, ich würde... Ach so, wir können schon, oder wie? Fertig? Ja, klar. Wir können anfangen. Machen wir das mal. Oh, und wir können richtig viel setzen. Soll ich es wagen? Ich wage es. Ich werde wahrscheinlich total verkacken. Aber ich werde es versuchen. Oh. Oh, fuck, ey. Das Problem ist, ich habe das Spiel schon längere Zeit nicht mehr gezockt. Ah, trotzdem haben wir es geschafft. 200 Orens. Oder Orens, oder ja. Du bist stark wie ein Stier. Da hast du deine Orens. Einmal ja, hatten wir eine Kompanie Söldner mit Adam Adieu Pangrat als Anführer bei uns. Ich bin der Stärkste hier und habe mich mit Adieu gemessen. Der Kerl hat übermenschliche Kräfte. Hat mich niedergewalzt wie einen Säugling. Wenn du den triffst, dann sag ihm, Schute trinkt auf sein Wohl. Mach klar, mach ich, genau. Wollte ich auch sagen. Okay, dann hätten wir da ja jetzt auch mal den besiegt. Jetzt haben wir, oh, das ist ja geil. Moment, wie ging es nochmal ins Inventar? I, genau. 448 Orens, ist das nicht cool? Naja. Und wir gucken. Ja, was war denn los jetzt gerade? Oh, egal. Ich wollte eigentlich mal kurz hier reinschauen. Also, wir sollen zu diesen Söldnern. Moment, wie ging es denn hier runter? Ach so, das ist schon alles, oder wie? Ja. Okay, dann suchen wir gleich mal den Söldner. Haben wir das auch beendet. Und ein Chat gegen Monster. Ja, das haben wir ja... Ach so, ja, das ist ja jetzt... Ja, aber das war ja eine neue Questphase. Naja, egal. Ich werde jetzt mal den Söldner suchen. Und geh nicht zu tief in den Wald. Ja, danke für den Tipp. Ah, wieder ein Steckbrief mit Jorvet. Gucken wir mal, wo dieser Söldner wohl ist. Ja, hier unten war das ja mit dem Kairan. Ich weiß auch gar nicht, also... Wenn ihr den letzten Part, oder ja, der letzte war das, Triss ist ja irgendwie schon auf dem Weg irgendwo in den Sumpf mit... Ja, hat sich da irgendwie hin teleportiert, aber ich weiß gerade gar nicht, wo sie jetzt genau ist.
Aber das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Improvisation, ja. Improvisieren wir halt. Auf Jorvet, nieder mit den Eichhörnchen. Ja. Moment mal, das ist eine Truhe. Oder, ach, da kann man nur das Licht machen. Ich dachte schon, man könnte die öffnen. Ach, verschlossen steht da. Hm. Moment, vielleicht können wir mit den Wachen reden. Das stimmt natürlich. Loredo will mich sehen. Der Kommandant ist beschäftigt. Komm gegen Abend wieder. Ach so, hier geht's also zum Loredo. Das ist natürlich auch sehr interessant. Hm. Nicht zum Aushalten, diese Fremden. Wann verschwinden die endlich? Das ist ein totes Schwein, oder? Okay. Hä? Wundert mich gerade ein bisschen. Und hier geht's nirgendwo hin. Können wir mit ihm reden? Sei gegrüßt. Ja, du auch. Ich weiß nicht genau, wohin. Auf Jorvet, nieder mit den Eichhörnchen. Hier kommen wir noch auf. Das wollte ich gerade mal machen. Blättern wir mal die Leiter auf. Und schauen, was hier oben so ist. Noch eine Leiter. Cool. Scheint ein Wachturm zu sein, also denke ich mal. Ah, toll, das hat uns jetzt echt super viel gebracht, hier hochzugehen. Super. Nicht mal was zum Looten. Gehen wir hier auch noch runter. Du verwechselst den Himmel mit Sternen, die sich im See spiegeln. Ja, und das Schwert klingt wieder. Ja, auch schön. Und hier, was ist denn da nochmal drauf gewesen? Sind wieder irgendein Monster, gucken wir mal. Ach so, aufgepasst, Monster, ja klar. Geht's hier nach draußen oder wohin? Auf Jorvet, nieder mit den Eichhörnchen! Auf Jorvet, aber das ist ja eigentlich pro Jorvet. Und nieder mit den Eichhörnchen, sind das nicht die Eichhörnchen? Also das ist irgendwie ein bisschen verwirrend, finde ich. Und hier geht's nach draußen. Anscheinend. Können wir hier durch? Ja, können wir. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt so schlau ist. Oh. Wow. Was zur Hölle? Willst du mich verarschen? Was ist das denn hier bitte? Oh mein Gott. Alter. Kapai. Wow. Ich bin zu alt. Ja, das glaube ich aber auch, Geralt. Ah. Fuck, wir sind fast tot. Was zur Hölle? Alter. Alter. Mein Gott. Ich hab mich erstmal voll erschrocken. Scheiße, 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 scheiße. Boah. Fuck, 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 fuck. Oh, wir sterben jetzt. 100 Pro. Was mache ich hier auch für eine Scheiße? Ich laufe einfach mal aus der Stadt raus. Ey. Oh nein. Oh. Lass mich bloß in Ruhe. Ich habe schon das Silberschwert, aber wir sind noch zu schwach für die anscheinend. Ah, oh, leck mich doch. Oh, verdammt. Ich will nicht sterben. Verfolgen mich immer noch die Scheißviecher. Und hier ist Wasser, toll. Oh, fuck. Verdammte Hacke. Oh, nee, ne. Ich glaube, ich habe das letzte Mal vor Bartute gespeichert. Ach, komm, ey. Oh, Mann, ey. Also da sollten wir nicht mehr rausgehen. Ach, und ich sehe den Mauszeiger wieder. Ja, ist ja ganz toll. Oh, Mann. Wer rechnet denn damit, dass da direkt Monster sind? Na gut, ich hätte das mit dem Steckbrief, besser gesagt, den Zettel ernster nehmen sollen. Ach nee, nicht immer von vorne. Ach so, der hat er abgespeichert. Ach, dann ist ja gut. Ah, oh, Mann, ich dachte schon, ich muss jetzt nochmal gegen ihn antreten. Der Hexer. Ah, ist das ein Scheiß, ey. Na, nochmal Zeit verschwendet. Aber naja. Obwohl, richtig Zeitverschwendung war es ja nicht. Wir wissen jetzt immerhin, dass wir dort nicht mehr entlang gehen sollten. Da das, tödliche Folgen hat. Wie wir gesehen haben. Oh Mann. Woran bin ich jetzt eigentlich genau gestorben? War da im Wasser und ein Vieh? Oder war das irgendwie ein Gift oder so? Hab ich gar nicht so drauf geachtet. Okay, also hier rechts hoch geht's zu Loredo. Hier geht's nach draußen.
Spielst du Soldaten und Eichhörnchen mit mir? Nein. Wo geht's denn hier entlang, so normal? Wusste ich doch, dass es sich lohnt, in dieses Drecksloch zu kommen. Volltests, Mörder, höchstpersönlich. Wie geht's denn so? Was macht die Gesundheit? Kann nicht klagen. Freut mich. Aber schau, der Weg nach Vysima ist lang. Ich habe keine Zeit zu verplaudern, nachdem ich dich schon so lange suchen musste. Gute Reise. Grüß Vysima. Hör mal, du Kaspar, lebendig bist du zwar mehr wert, aber im Zweifelsfall bin ich auch mit einem toten Hexer zufrieden. Such's dir aus. Versuch doch mal, mich umzubringen. Wirf dein Schwert weg, sonst garantiere ich für nichts. Komm her, wenn du mich haben willst. Ach, aber nicht hier auf der Straße, oder? Moment, ich hab... Irgendwie ist das eine sehr... Ist das eine sehr, prügelmächtige Folge. Habe ich auch das richtige Schwert gezogen? Ja, scheint so. Ja, komm her. Noch der Fettsack. Komm her. Wieso treffe ich ihn? Das ist der Gesuch. Männer. Ja, Männer. Ja, die sind schon tot, mein Freund. Ach, verdammt. Na, komm her. Ist eine Menge wert. Pass bloß auf. Okay, wir sollten den schnellen Kampfstil verwenden hier. Also nicht Kampfstil, aber den schnellen Schlag. Der ist ja doch etwas effektiver, als wenn er den Starken blockiert. Okay. Das wolltet ihr ja so, ne? Eine Holzkiste. Ich wollte schon sagen, da muss er noch mehr am Haftbefehl und Pechstrahl. Cool. Ja, ich habe jetzt herausgefunden mittlerweile, dass man, wenn man auf die Leertaste hämmert, sozusagen, dass es dann schneller geht mit dem Durchsuchen, dass man... Ja, da war doch noch was. Dass man dann direkt alles nimmt. Statt immer nur einzeln. War ja nicht auch noch einer genau. Oder? Das ist jetzt... Ne? Wollte sich jetzt mit dem kleinen Mädchen da unterhalten. Verfolgt mich das jetzt? Was habe ich denn jetzt gemacht? Was soll denn der Mist? Ach, scheiß drauf. Verfolgt mich das denn jetzt? Na dann immerhin. Immerhin macht es nicht. Das ist ja ein Bild von Jorvet, dem alten ja schöne Verhältnisse hier. Das das macht guten Tag. Ich möchte mir kurz die Waren ansehen. Oh. Entschuldige die Neugier, aber sollst du nicht den Kairan umbringen? Ich habe diesen Ort so satt. Und dann heben sie endlich die Blockade auf. Sei gegrüßt. Ich bin Fioravanti, Händler. Loredo lässt die Händler erst frei, wenn's ihm passt. Offenbar braucht er euch. Wozu denn, verdammt? Will er eine internationale Messe abhalten? Ich bin König Demavents Untergebener und sage dir... Demavent ist tot. Kommen wir jetzt zum Geschäft, wenn's recht ist. Genau, würfeln. Ach, das wollte ich auch noch machen. Sollen wir mal würfeln? Also ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich mach's einfach mal. Ich setz mal so die... So, 8 Orens, denke ich, das ist okay. Ach komm. Fuck. Ich hoffe, ich verliere es nicht. Wenn ich mir überlegt. Okay, setzen wir mal. Keine Ahnung. Ja, komm. Oh. Wie funktioniert das denn? Erst will ich aber nochmal versuchen, ja. Moment. Wie funktioniert das Ganze denn? Also wir setzen jetzt mal 5 jetzt erstmal, bevor ich nochmal verliere. Ach komm, ja. Ach so, ich soll. Okay. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Ja, 5. Hä? Wie funktioniert das denn überhaupt? Moment mal. Symbole sind auch gemischt, oder? Oder muss man 3 würfeln? 3 selbe. Aber ich habe 2. Ach
keine Ahnung. Also wenn ihr da Bescheid wisst, könnt ihr es ja mal schreiben. Ich weiß es jetzt nicht. Und ich wollte eigentlich noch die Waren gerne mal ansehen. Ich hatte hier nur zu würfeln. Hosen, die haben wir ja, ne? Die können wir übrigens mal verkaufen. Oder haben wir das schon? Ach, Moment mal, das ist ja meins hier. Ach, was mache ich denn hier? Das ist ja mein Inventar links. Ich denke schon. Aha. Aber die Hosen können wir wirklich verkaufen. Braucht man nicht wirklich. Ja. Ach, hat er doch Waffen, Rüstung. Ah, ne, die habe ich ihm ja. Oh, Mann. Bin ich schlau. Ich verkaufe ihn gerade einen und denke, oh, er hat eine neue Rüstung. Ja, das hier ist aber noch ein Händler. Ein Fischhändler, mit dem wir aber nichts machen können, also den können wir nicht anreden. Und okay, die hängen immer noch hier. Die beiden. Ach, wo geht's eigentlich da entlang? Das weiß ich jetzt doch nicht. Oh Gott, bitte nicht wieder nach draußen. Ich hab keine Lust auf die Monster, ja. Hm, was ist denn hier so? Nichts zum Looten. Und wo überhaupt ist dieser Söldner nochmal? Sonst gucke ich jetzt nochmal nach dem Tagebuch. Vielleicht steht da ja noch was. Und wir haben noch ein Talent, aber das ist noch alles gesperrt, ja. Und was gibt's hier noch eigentlich? Umlenken von Fallen braucht man nicht unbedingt. Und Messer werfen, ja. Nee, warum? Das brauchen wir nicht wirklich. Und nochmal gehe ich hier nicht raus. Das war mir echt zu blöd eben. Ja, schlaf schön. Süße Träume. Oh Mann. Ja. Was haben wir hier noch für einen Typen? Pretki. Tag auf. Pretki. Die haben Name. Solche wie dich kenne ich. Sei gegrüßt. Ja, du kennst mich sozusagen und redest nicht mit mir. Ja gut, solche... Ja, scheiß auf. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Was kann ich hier kaufen? Womit handelst du? Vor allem mit verschiedenem Räucherwerk. Zur Meditation, zur Regeneration, für die Küche, als Medizin, für Rituale. Was immer gebraucht wird. Ja. Das ist ja meine Seite. Diamantstaub, ich weiß gar nicht, wir brauchen eigentlich gar nicht so. Moment. Hätte eine Rüstung, wäre es cool, aber ansonsten. Hier. Ich brauche die Rezeptur für eines deiner Räuchermittel. Ich habe hier gut 200. Es ist das, was sich am besten verkauft. Mir ist ein saftiger Preis für die Rezeptur deiner Mischung geboten worden. Angeblich ist sie schädlich. Ach ja, die Quest ist Unsinn. Bisher hat sich noch kein Kunde beklagt. Und meine Rezeptur verrate ich niemandem. Fuck, war das jetzt ein Fehler? Ich könnte dir die Rezeptur einer ähnlichen Duftmischung geben. Dann bekommst du deine Belohnung und ich behalte mein Geheimnis. Ich erinnere mich an den Mann am Hafen. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Eigentlich, also, wenn ich nicht gleich die Rezeptur kriege, also aggressiv. Also soll man das machen? Ich meine, es werden Menschen dadurch krank. Ich bin eigentlich dagegen. Ich speichere aber mal vorher ab, falls es ein Fehler sein sollte. Und dann kann ich das nochmal korrigieren wenigstens hier. Willkommen. Ja. Hier. Wo? Ja, ja, zu ja, mir. Ja. Ach verdammt, jetzt habe ich mich geklickt. Ich wollte doch gar nicht. Ach, ich will keine Kartoffeln kaufen oder Knoblauch oder so. Ich brauche. Ich zähle jetzt bis 5. Wenn ich dann nicht die echte Rezeptur habe, machst du Bekanntschaft mit einem der Freunde auf meinem Rücken. 1, 2. Und demonstrativ Warte, zeigt es. Vielleicht werden wir uns ja einig. 3. Nochmal? Ja doch. Ich gebe sie dir. Da hast du sie. Bist du nun zufrieden? Ja. Okay, weil eigentlich muss ich sagen, solche Typen, die auf Kosten anderer Geld verdienen, die kann ich eigentlich nicht leiden. Ich weiß nicht, wie es euch da so geht, aber solche wie dich kenne ich. Das verstößt uns gegen meine moralischen Ansichten. Auch wenn es nur ein Videospiel ist, ich weiß, aber ist doch egal. Ich guck mal, was uns das jetzt überhaupt bringt.
Jetzt meine Typ war am Hafen. Können wir hier auch entlang gehen? Ja, anscheinend schon. Ist auch eine Abkürzung, eine kleine. Gucken wir doch mal hier. Hier irgendwo war der doch. Ich glaube, der war unten. Und hier kann man runter, das ist natürlich dann cool. Bist du gerade frei? Nee, du. Ich habe einen Geisterkunden. Guten Tag. Ja, und zu mir ganz normal guten Tag. Ich glaube, das war der Kerl. Und? Hast du die Rezeptur? Hab ich. Hab ich. Zeig her. Da hast du die Rezeptur. Sehr gut. Bevor du dein Geld bekommst, muss ich im Labor prüfen, ob es auch die echte ist. Verdenk mir meine Vorsicht nicht. Tu ich nicht. Gib mir nur die Rezeptur zurück. Also schön. Dann gehen wir eben gemeinsam. Ich warte am Markt neben dem Eingangstor auf dich. Okay. Am Markt neben dem Eingangstor. Ich weiß nicht, ob wir das noch diese Folge schaffen. Wir haben jetzt nämlich auch wieder 20 Minuten. Ach, sonst mache ich halt einen 25-Minuten-Part. Ich möchte das doch jetzt noch schnell machen. Weil mich das jetzt auch interessiert, was es da jetzt überhaupt so geht. Warum ist die schädlich, diese Rezeptur? Ich bin ein Hexer! Ha-ja! Ja. Kleiner Hexer. Oh Mann. Hier irgendwie Volltest ist tot. Wartet er doch. Ich glaube, hier ist er auch schon, ne? Nö, das ist eine Waffe. Oder wartet er beim Laden? Ich weiß es gerade nicht. Der meinte doch am Marktplatz, irgendwie neben dem Eingang oder irgendwie so. Ach. Oder hier? Hier geht's zum Hafen. Das kann natürlich auch sein, dass er jetzt hier wartet. Nein! Ah, noch gerade so geschafft. Das ist natürlich cool. Ach Mann, ey. Bin ich denn blöd? Wo ist der Typ, ey? Also, sehr gewöhnt. Wollte der dessen Echo sein? Am Tor zum Marktplatz. Ja, das ist doch das Tor zum Marktplatz. Flotsam hat eine Armee. Hexer brauchen wir nicht. Das habe ich schon gesehen, dass er Hexer nicht braucht. Hier am Tor will er doch warten. Wo ist er denn dann? Oder Moment. Ach man, ey, ich hasse es, wenn die Texturen sich so langsam aufbauen. Oder wartet er hier? Wer ist das denn? Der Hexer Geralt? Auch bekannt als der Weiße Wolf? Ja. Ja, ja. Man verwechselt mich oft mit den Einheimischen hier. Thala meinte schon, dass du boshaft wärst. Thala schickt dich? Naja, ich habe hier was zu erledigen und da bat er mich, dir dieses Paket und eine Botschaft zu überbringen. Erstmal die Botschaft. Du hast eine Botschaft von Thala? Ich zitiere wörtlich. Bei allem, was du tust, höre auf Rosch. Der ist verflucht nochmal ein Patriot. Die Geier kreisen schon über Volltests Leichnam. Aber ich komme zurecht. Mach die Dreckskerle fertig. Postskriptum? Aber im Schloss hast du Mist gebaut. Gib mir das Paket. Hier, bitte. Endlich bin ich's los. Aus mir wäre kein guter Agent geworden. Viel zu nervös und redselig. Mach's gut, ich hab noch zu tun. Du hast deine Botschaft Ach, von Thala? Ach, das hab ich doch gerade gehört. Die Geil. Mann, ja. Tschüss. Leb wohl. Danke. Und ja. Das Tor, das könnte auch hier sein. Flotsam hat eine Armee. Wieso haben die denn so viele Türen überall? Was soll denn der Scheiß? Weiß man nicht, zu welchem man jetzt gehen soll. Kann natürlich auch hier sein, dass er jetzt hier wartet. Also das für... Ey, der eine Typ, da sieht aus wie der Kopfgeldjäger von eben. Ja toll, hier sind wir am Hafen, das weiß ich auch, aber wie kommt man denn jetzt zu dem Typen, wo ist der? Der hat irgendwie, Eingangstor stand doch da zum Markt, das könnte es natürlich ja auch sein, ne? Moment mal. Ah, meine Verehrung. Ja.
aber... Ich hätte da ein Geschäft am Haken. Schön, dich zu sehen. Die Götter werden dir zürnen. Mhm. Ey, wo ist denn dieser Typ? Ich bin doch hier auch noch beim Tor jetzt. Also ich... Da kommt der Hexer. Ob er einverstanden wäre? Weiß ja. nicht. Wenn wir ihn dann einfach so fragen... Och, Leute. Mann, wo ist denn der Scheiße? Wo ist der Typ? Und so mache ich jetzt hier mal Schluss für heute. Ich wollte aber eigentlich noch das schnell abschließen. Teufel, hab ich einen Durst. Ja, ich auch. Ich hab auch mal Durst. Aber wo ist der Typ? Eingangstor, ja toll. Ah, welches Eingangstor? Moment mal. Ah ja, wir haben ja mal oben noch die Minimap. Darauf habe ich noch gar nicht so geachtet. Wir können ja auch mit denen hier reden, bestimmt. Bist du der Hexer? Der bin ich. Dann musst du etwas gegen dieses böse Treiben unternehmen. Dieser Strolch verkauft ungestraft Gift in seinem Laden. Ich dachte, er verkauft Räucherwerk. So nennt er es. Aber die Leute werden süchtig danach und verlieren den Verstand. Wie bei Fistich. Du musst unbedingt erreichen, dass der Laden geschlossen wird. Wenn du das schaffst, werden die Einwohner von Flotsam dich reichlich belohnen. Ich rede mal mit dem Händler. Ja, das haben wir ja schon getan. Flotsam hat eine Armee. Aber wir können ja nochmal mit dem reden vielleicht. Willkommen in meinem Es heißt, eine deiner Räuchermischungen sei eine starke Droge. Eine Droge? Bei mir? So einen Blödsinn habe ich ja noch nie gehört. Eine gewisse Dame sagte, es wirkt wie Fistech. Wer weiß, was auf die Dame sonst noch wie Fistech wirkt. Ach Gott. Also, warum ist die Räuchermischung so beliebt? Warum ist diese Räuchermischung denn so beliebt? Weil sie so toll riecht? Wenn du wüsstest, ich habe ewig daran gearbeitet. Und die Ingredienzen kosten ein Vermögen. Darum ist es so gut. Ich glaube ihm noch nicht. Ich vertraue dem nicht. Aber, ich gehe jetzt erstmal, bevor ich hier noch was mache. Ihr könnt ja mal, solche wie dich kenne ich. Schreiben, ich konnte doch entscheiden, was ich machen soll. Ich kann ja nochmal hingehen, schnell. Und dann überlasse ich euch das diesmal. Moment, wo war das hier? Genau. Soll ich hier Gewalt anscheinend, also nicht Gewalt, aber Loredo davon was erzählen? Oder soll ich Magie wirken? Ich weiß, dass etwas daran nicht normal ist und so weiter. Also, was soll ich machen? Das überlasse ich euch dann. Das könnt ihr dann entscheiden. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao.